So, vielen Dank, Stefanie und Christoph Haas. Und jetzt geht's richtig los. Ich habe als erstes einen Aufruf an Ordner. Wir haben nicht genügend Ordner. Wenn sich bitte einige Leute, die bereit sind, den Orderdienst zu machen, hier vorne bei der Regie, bei der Roswitha melden. Das ist das Erste. Das Zweite, es findet demnächst eine Sternfahrt statt, mit der das Bündnis Bilderbahnhof Fein und Zukunftsschiene beweisen, dass es heute schon möglich ist, die Zentren der Region Stuttgart viel enger zu verknüpfen. Dazu brauchen wir nicht diesen 60 Kilometer Tunnel unterirdisch. Das wäre heute schon möglich. Und um das zu beweisen, findet diese Sternfahrt statt am 28. September. Karten dafür gibt es bereits jetzt an der Mahnwache. Und die wären, glaube ich, froh, wenn sich da noch einige Leute beteiligen könnten und bei dieser Sternfahrt mit dabei sein, damit sich das Ganze auch lohnt. Ein weiterer Punkt, den ich gebeten wurde, gerade noch anzusagen, es wird am Montag eine Verteilung zur S-Bahn-Situation geben in Stuttgart und Umgebung. Auch dazu gibt es an der Mahnwache eine Liste, in die man sich eintragen kann. Der Marc Braun von den Ingenieuren war deswegen gerade bei mir. Also wer da mitmachen möchte, das S-Bahn-Chaos in Stuttgart zu beseitigen, der ist herzlich willkommen. Unser Motto heute heißt Bahn für alle statt alles für Stuttgart 21. Und dafür haben wir heute zwei Redner. Das ist einmal Dr. Bernhard Knierim, er ist Verkehrswissenschaftler und hat mit Winfried Wolf zusammen den alternativen Geschäftsbericht der DB verfasst. Jetzt sehe ich gerade und begrüße herzlich, die Radfahrer kommen an, diesmal fast pünktlich. Herzlich willkommen, Radfahrer. Hoffentlich durften Sie diesmal durchfahren und mussten nicht an jeder Ampel halten. So, unser zweiter Redner heute ist Thilo Böhmer. Er ist Lokomotivführer und wird zum Thema sprechen Brandschutz und Entrauchung. Ich hoffe, dass es nicht zu viele Raucher unter uns gibt. Aber diejenigen, die rauchen, die wissen, dass auf jeder Tabakpackung und auf jeder Zigarettenschachtel aufgedruckt ist, Rauchen kann tödlich sein. Nur für den Bahnhof scheint es nicht zu gelten. Der Rauch im Bahnhof kann nämlich auch tödlich sein. Und der Brandschutz im Bahnhof ist bis heute vollkommen unvollständig und minderwertig. Und dazu wird uns Thilo Böhmer einiges sagen. Davor noch kurz vorweg eine persönliche Bemerkung. Ich habe das Gefühl, dass sich gerade im Moment der Wind wieder ein bisschen beginnt zu drehen. Ich war bei der Veranstaltung mit Angela Merkel in der alten Reithalle und habe dort von ihr die Antworten gehört. Das klang überhaupt nicht mehr nach dem, was wir vor einem Jahr von ihr gehört haben, dass Stuttgart 21 die Zukunftsfähigkeit Deutschlands entscheidet. Davon war überhaupt nicht mehr die Rede. Ganz im Gegenteil, sie hat sich zurückgezogen und hat sich nur auf ihre Experten berufen, als sie nach der Technik gefragt wurde. Sie hat sich praktisch entschuldigt und das war sogar dem Herrn Stiel von der baden-württembergischen Wirtschaft zu viel. Er hat sich darüber beklagt, dass Angela Merkel sich nicht eindeutiger zu Stuttgart 21 bekannt hat. Vielleicht hat sie jetzt auch endlich den Braten gerochen und hat gemerkt, was für ein Mordprojekt das ist. Wünschen würden wir es uns ja. Denn wer weiß, vielleicht regiert sie ja in ein paar Wochen weiter. So, damit will ich es jetzt aber bewenden lassen und bitte jetzt Thilo Böhmer auf die Bühne. Thilo, bitte. Bitte beifahren.